Dublin, Stadt am Liffey. Der Fluss fließt mitten durch die kleine Hauptstadt Irlands. 500.000 Menschen leben hier. Ich bin mal wieder mit 200 Euro unterwegs. Was bietet Dublin dafür? Jede Menge Gastfreundschaft, Musik und Pubs. Meistens alles gleichzeitig. Zum Beispiel im Brazenhead, der angeblich ältesten Kneipe Irlands. Hier gibt's jeden Abend gute Stimmung und Live-Musik. In einem irischen Pub sitzt man übrigens nie lange allein. Die Menschen hier sind neugierig und gastfreundlich. Und beim Guinness kommt man schnell ins Gespräch. Wie das berühmte irische Bier gebraut wird, kann man sich im Guinness Storehouse anschauen. Auf dem Gelände der Dubliner Brauerei gibt es ein 7-stöckiges Museum über die Geschichte und Bedeutung von Guinness. Das Highlight der Museumsrundtour: Wie zapfe ich ein perfektes Pint? Um Guinness zu zapfen, wir ziehen den Griff direkt nach unten. Und das bringt Guinness und Stickstoff heraus. Okay, so direkt nach unten. Wir machen jetzt das Glas langsam gerade. Und bis Mitte der Harfe dann und stoppen wir. 2 Minuten warten, dann das Glas randvoll machen. Und da haben Sie Ihr eigener perfekter Pint Guinness. Na dann. Prost oder Sláinte, wie man sagt. Sláinte. Im Eintrittspreis inbegriffen ein frisch gezapftes Bier in der Dachgeschossbar, die übrigens einen tollen Blick auf die Stadt bietet. Lohnenswert ist auch ein Rundgang durch das Hafenviertel Dublins. Nach dem Motto, nichts ist unmöglich, entstanden hier in den 90ern schicke Büros, Apartments, ein Theater und ein Kongresszentrum. Mit der Finanzkrise fand dieser beispiellose Bauboom ein jähes Ende. Die Folgen der Finanzkrise habe ich auch bei der Buchung des Hotelzimmers gemerkt. Dublin war lange Zeit einer der teuersten Touristenstädte Europas, weil die Hotelpreise astronomisch waren. Das hat die Finanzkrise auch geändert. Ein geräumiges Doppelzimmer im gerade neu eröffneten Jury's Inn gibt es für 88 Euro inklusive Frühstücksbuffet. Besichtigungshighlight der Altstadt ist die Universität von Dublin. Erbaut 1592 für die Elite des Landes, verströmt das Trinity College heute noch den Glanz vergangener Tage. Besonders sehenswert die historische Bibliothek. Hier stapeln sich 200.000 der ältesten Bücher der Welt. Die kostbarsten Bände sind in Vitrinen ausgestellt. Aber als Student darf man die ledergebundenen Bücher tatsächlich auch ausleihen und lesen. Das ist wirklich eine Zeitreise in die Vergangenheit hier. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie damals die elitären Studenten der Philosophie diese ehrwürdige Halle entlang schritten. Um günstig essen zu gehen, geht man in Dublin übrigens am besten in ein Pub. Im O'Gogarty's zum Beispiel gibt es Steakburger mit Pommes oder Kartoffeln und Salat für 15 Euro. Dies ist auch die einzige Kneipe, in der es schon ab mittags Live-Musik gibt. Heute spielen Jim und sein Freund Eddie. Jeden dritten Tag treten die beiden hier auf. Traditionelle Volksmusik ist für sie mehr als nur ein Job. Musik ist für ihn eine Herzensangelegenheit, erzählt er. Das gilt übrigens für die meisten Iren. In der Fußgängerzone haben sie sogar ein Denkmal für einen Rockmusiker aufgestellt. Das ist Phil Lynott, der Bandleader von Thin Lizzy, ein Held für viele Iren. Ich habe Thin Lizzy schon als Kind gehört, weil mein Vater die Band mochte. Und meine Kinder werden sich das auch anhören, weil er so ein wichtiger Musiker ist, erzählt mir Dara. Ein paar Schritte weiter spielen die Nachwuchsbands von heute, in der Hoffnung auf eigenen Ruhm. Ohne Live-Musik ist Dublin undenkbar. Selbst auf der Straße kriegt man an jeder Ecke was auf die Ohren. Auch Sport gehört zum irischen Leben.
Abends gehen die Männer Dublins ins Shelburne Park Stadion, um ihr Geld auf den schnellsten Windhund zu setzen. Auch ich will mein Glück versuchen. Gar nicht so leicht, wen nehme ich denn jetzt? Zum Glück sind die Iren hilfsbereit. Liam O'Connor, einer der Hundetrainer, gibt mir Tipps und verrät mir, auf wen ich im nächsten Rennen setzen soll. Okay, jetzt setze ich 5 Euro auf die Nummer 2. Liam hat gesagt, sie wird gewinnen. Yes. I want to put 5 euros on 2, please. Number 2. 5 to 2 even! 4 over Fubel! Nummer 2 ist vorne! Juhu! Juhu, Nummer 2 hat gewonnen! Thanks for this great trip! Dank Liam habe ich gewonnen! Auf zum Buchmacher Ted Haggerty, um meinen Gewinn einzustreichen. Wow. Thanks, 20 Euro gewonnen. Super. Nun hat das Wettfieber mich voll erwischt. Diesmal setze ich auf Air Force Diva, die Nummer 3. Aber wie es so ist im Leben. Das hat leider nicht geklappt diesmal. 5 Euro verloren, 15 gewonnen. Meine 2 Tage Dublin waren unterhaltsam, aber nicht teuer. Eine Übernachtung, Essen und Trinken, Eintrittskarten und Stadtfahrten haben mich 192 Euro gekostet. Ein gutes Ende.